Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Wer würde widersprechen, dass Eishockey die härteste aller Mannschaftssportarten ist? Wohl kaum jemand. Die puckgenannten Hartgummischeiben, die beim Eishockey mit den Schläger vorangetrieben werden, können eine Geschwindigkeit von bis zu 170 Stundenkilometer erreichen. Die Spieler selbst beschleunigen sich auf ihren Kufen auf bis zu 50 Kilometer die Stunde. Da entstehen Kräfte, die einen Sturz oder Zusammenprall mit einem anderen Spieler oder der Bande mit körperlich verheerenden Resultaten enden lassen können. Und auch wenn man vor 50 Jahren noch etwas langsamer unterwegs war, so ist es gruselig anzusehen, dass man damals von Schutzausrüstungen noch nicht viel hielt und Pullover und Mütze ausreichen mussten. Youngblood, junges Blut, das ist der passende Terminus für den 17-jährigen Dean, der eine große Nummer im Eishockey werden möchte. Youngblood ist nicht nur ein Anfängerbegriff und der Titel des in Deutschland als Bodycheck veröffentlichten Sportdramas, sondern auch der Nachname von Dean. Er will durch sein Talent auf dem Eis der väterlichen Farm entfliehen. Einen Weg, den bereits sein großer Bruder bestreiten wollte, jedoch daran scheiterte. In der Canadian Junior Hockey League will sich Dean beweisen. Wer hier spielt, muss schon gewaltig was auf dem Kasten haben, ist aber noch lange kein Profi. Es ist ein Sprungbrett, eine Möglichkeit, die in einer großen Sportkarriere münden kann. Erste Liga, Stanley Cup, Ruhm und Ehre und Geld. Dean Youngblood durchlebt das Martyrium des Außenseiters und sieht sich mit allen weiteren Symptomen des Coming-of-Age-Films gezeichnet. Liebe, sexuelles Erblühen, familiäre Diskrepanzen, Zukunftsängste, Aufgabe, Selbstfindung, Wiederkehr. Die Themenwahl von Regisseur und Autor Peter Markle ist keinesfalls willkürlich. Er selbst spielte in der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Ein Mann vom Fach. Er mischte seine Vorstellungen von der richtigen Darstellung dieses Sports mit den erfolgsgarantierenden Beimengungen, die schon zuvor in den Rocky-Filmen oder bei Karate Kid funktioniert hatten. 1986 wurde Youngblood bzw. Bodycheck fertiggestellt. Als Dean wurde Rob Lowe gecastet, der sich einem intensiven zweimonatigen Training unterzog. Patrick Swayze an seiner Seite war im Eislaufen bereits geschult und auch Keanu Reeves, der als Torhüter eine sehr frühe Leinwandpräsenz zeigt, hatte vorher bereits Eishockey-Erfahrung. In vielerlei Hinsicht scheint Youngblood einen Schwesterfilm zu haben, der 1983 erschienene All the Right Moves. Der richtige Dreh von Michael Chapman mit Tom Cruise in beinahe der gleichen Rolle wie die des Rob Lowe. Nur ging es in All the Right Moves um Football. Im Ablauf und Wirkung sind sie verwandt und vor allem die jeweiligen Trainer und ihre Darsteller verbinden die beiden Filme. Nicht nur, dass sich Craig T. Nelson und Ed Lauter, die beiden spielen die jeweiligen Trainer, durchaus ähnlich sehen, sondern auch ihre Darstellung ist fast identisch. Auch kommen die Protagonisten aus bürgerlichen Verhältnissen in einer wenig vielversprechenden ländlichen Heimat. Beide sind Jugendfilme und beweisen zusätzlich, wie freizügig die Sittenwächter in den USA in den 80er Jahren waren. In beiden Filmen sieht man die Love Interests in sinnlichen und expliziten Sexszenen. Während sich Tom Cruise mit Lea Thompson vergnügt, lässt sich Rob Lowe von Cynthia Gibb verwöhnen, die die Trainertochter spielt. Zusätzlich fällt Lowe's Dean auch der reifen Herbergsmutter zum lustvollen Opfer, in deren Pension er wohnt. Youngblood hatte in den USA ein PG-13-Siegel. Die aktuelle Blu-ray-Veröffentlichung ist ab 16 freigegeben. Der Regisseur bedient sich verschiedener bereits erprobter Mechanismen. Deutlich erkennbar in der Beziehung zwischen dem Jungen und den Mädchen oder seinem feindlichen, aber auch väterlichen Verhalten gegenüber dem Coach.
Die bereits erwähnten Filme Rocky und Karate Kid, beide von Regisseur John G. Avildsen, inszeniert, stehen bewusst oder unbewusst Pate. Als Indiz gilt auch die als Videoclip wirkende, zusammengeraffte Trainingssequenz vor dem Finale, wie sie auch gerne in Martial-Art-Filmen jener Zeit Verwendung fanden. Untermalt mit poppigen Sounds. Youngblood ist also nicht sehr eigenständig in seiner Erzählung, nur der Background des Eishockey ist neu gewesen und die Spielsituationen auf dem Eis sind eindrucks- und mit vielen Zeitlupen ästhetisch anspruchsvoll eingefangen. Mit den aktuellen Hits aus dem Radio holte man das Teenager-Publikum noch weiter ins Visier. Rundum ist Youngblood aus heutiger Sicht ein wirksamer Charmfilm, der vor allem wegen seinem Look, den Darstellern und den damit verbundenen eigenen Erinnerungen funktioniert. Das Label Just Bridge Entertainment lässt den weniger beachteten Coming-of-Age-Film im aktuell möglichsten Glanz erscheinen und bringt ihn auf DVD und Blu-ray in bester Konvertierung in einem Mediabook auf den Markt. Hinter dem erotisch anmutenden Coverdesign finden sich aber leider keine Extras. Dafür aber ein Booklet mit einem Text von Christoph N. Kellerbach. Auch wenn Youngblood im Rennen mit vergleichbaren Filmen der 80er Jahre abgehängt wurde, so ist eine Wieder- oder Neuentdeckung lohnenswert. Auch ich hatte ihn, ohne es noch gewusst zu haben, bereits einmal im Fernsehen vor sicherlich mehr als 10 Jahren gesehen und erfreute mich in jeder Minute an meinem zurückkehrenden Gedächtnis. Somit ist dieser Veröffentlichung absolut nichts abzusprechen, wenn es um die reine Präsenz des Films geht.